Tag bei Jason und seinen Pferden. Hallo Leute, ich bin heute mit einem riesen Pferdefan unterwegs. Er ist ein toller Reiter und er kann mir bestimmt noch jede Menge beibringen. Darf ich vorstellen? Jason. Hallo, und das ist mein Pferd Teddy. Hallo Teddy. Ja. Bevor Jason mich jetzt hier aber rumführt und mir zeigt, was er und Teddy so drauf haben, gibt's erstmal die Quizfrage. Warum reitet man im leichten Sitz? Antwort A, um bequemer zu sitzen. Oder Antwort B, um den Pferderücken zu entlasten. Die Auflösung gibt's wie immer am Ende der Sendung, aber wir können jetzt eigentlich loslegen, oder? Bist du bereit? Ja, klar. Ja, dann auf geht's. Wie lange reitest du denn den Teddy schon? 2 Jahre. Also davor hatte ich den Glücksbär, aber für den bin ich aber krott geworden. Ah, das war ein kleineres Pferd und irgendwann warst du zu groß und hast nicht mehr drauf gepasst. Mit seinem Pferd Glücksbär wurde Jason sogar zu einem echten Internetstar. Die zwei haben jede Menge Tricks auf Lager. Glücksbär lebt jetzt an der Nordsee, weil er oft Husten hat. Die Meeresluft hilft seiner Lunge, gesund zu bleiben. Aber Jason kommt ihn mehrmals im Jahr besuchen. Vermisst du denn den Glücksbär auch ein bisschen? Ja, auf jeden Fall. Aber du hast ja mit dem Teddy auch ein ganz tolles Pferd. Und ich glaube, für den wirst du auch nicht so schnell zu groß, oder? Den kannst du ganz lange behalten. Ja. Kann der Teddy denn auch so coole Tricks wie der Glücksbär? Nee, er kann einmal lächeln, also smile und nein sagen. Was? Ja. Kannst du mir das mal zeigen? Ja, klar. Smile heißt lächeln auf Englisch. Und tatsächlich, Teddy zeigt uns seine Zähne. Das allerschönste Pferdezahnpasta lächeln. Ja, und nein kann er auch? Ja. Zeig mal. Lächeln. Nein, nein, nein. Hä? Reagiert schon drauf, wenn es ich nur sage. Cool. Mega. Das funktioniert ja sogar, wenn ich das mache. Aber ihr zwei könnt ja noch was ganz Tolles zusammen. Und zwar springen. Ja. Das finde ich ja mega. Das will ich unbedingt mal sehen. Kannst du mir das zeigen? Ja, aber bevor wir das machen, putzen wir. Ja, wir putzen erstmal. Klar, so ein weißes Pferd wird auch sehr schnell schmutzig wahrscheinlich. Ja. Dann wollen wir den Teddy mal zum Strahlen bringen. Ja, das machen wir. Jason kam mit dem Down-Syndrom auf die Welt. Das ist keine Krankheit, man wird damit geboren oder eben nicht. Bei Menschen mit Down-Syndrom ist das Chromosom 21 nicht nur zweimal, sondern dreimal vorhanden. Daher haben sie ein paar körperliche und geistige Besonderheiten. In bestimmten Situationen im Alltag brauchen sie daher Hilfe. Bei Jason ist das auch so, aber mit den Pferden kommt er super alleine klar. Wie oft kümmerst du dich denn um den Teddy? Jeden Tag. Jeden Tag bist du ja am Reiterhof? Ja. Also das ist nicht nur Hobby, sondern das ist dein Leben, oder? Ja, der Teddy ist mein Leben. Ja, cool. Das heißt, ihr zwei habt wahrscheinlich auch eine ganz innige Beziehung. Ja, also wir sind ja schon dicke Freunde. Ihr seid ein Team. Ja klar, wir drei. Wir sind doch ein Team, oder nicht? Ja, wir sind ein Team. Ein tolles Team. Ja. Bei dem immer einer geputzt wird und die anderen arbeiten. Ja, das stimmt. Ich liebe dich so. Ja, ich hab dir aber lieb, so komm. Da habe ich aber Glück gehabt. Seite ist fertig. Jetzt kommt die andere dran. Ja, also ich merke schon, das Putzen, das kriegst du ja super alleine hin. Ja. Was kriegst du denn nicht so gut alleine hin? Wo brauchst du Hilfe? In der Schule brauche ich Hilfe, wenn ich so welche Aufgaben nicht kann. Und was macht dir Spaß? An der Schule jetzt? Nee, so in deinem Leben. Ach so, mir macht auf jeden Fall Galten Spaß. Das denke ich mir. Skifahren, Leichtathletik und Klettern.
Reiten, Springreiten, Skifahren, Leichtathletik und Klettern. Ja. Du bist ja ein super sportlicher Typ. Ja, ich bin auch sportlich. So, der Teddy ist jetzt fast blitzeblank. Dann machen wir den doch jetzt mal fertig und dann zeigt ihr zwei mir, was ihr drauf habt. Einverstanden? Ja, einverstanden. Ja, also ich wäre ja bereit. Ja, wir auch. Na dann, an die Zügel, fertig, los. Los geht. Schaut euch das an. Die beiden fliegen ja richtig über die Hindernisse. Das wird ich mich nie trauen. Boah, Jason. Richtig, richtig cool. Ich bin echt beeindruckt, wie du da drüber gesprungen bist. Und vom Teddy natürlich auch. Wie lange hat es denn gedauert, bis du das so hingekriegt hast? 5 Jahre. 5 Jahre springst du schon? Mhm. Und wie kann man sich das vorstellen, als du so das erste Mal gesprungen bist? Bist du da gleich über so ein Riesenhindernis gesprungen? Nee, ich bin erst mal niedrig umgesprungen, weil es jetzt auch besser ist auf den, weil es dann besser lernen kann. Ja, Übung macht den Meister, ist ja immer so. Ja. Aber jetzt sieht das auf jeden Fall richtig cool aus. Und wie lange reitest du schon? Seit 15 Jahren. Und jetzt muss man sagen, du bist noch nicht mal 16. Also, nee, also du konntest reiten, bevor du laufen konntest, oder wie? Ja, richtig. Wirklich? Ja, richtig. Das ist ja mega. Ja, finde ich auch. Aber gibt es denn auch Schwierigkeiten so beim Springen? Ja, also damals da hatte ich noch nicht so den Parcours drauf. Also da konnte ich nicht unterscheiden, welche Farbe es ist. Du konntest dir den Weg nicht merken, wie du, ja, wie genau. du reiten musst. Ah, ja. Verstehe. Ja, kann ich mir ja, gut genau. vorstellen. Mit der Orientierung habe ich es auch nicht so gut. Aber Hauptsache, es macht Spaß. Ja. Und das ist ja das Wichtigste. Wollt ihr noch eine Runde drehen? Ja, klar. Na dann, auf geht's. Jason hat's echt drauf. Er reitet sogar Turniere und ist da mittlerweile auch richtig erfolgreich. Und zwar nicht nur auf Teddy, er springt auch auf anderen Pferden. Ganz schön cooler Typ, der Jason. Hast du da nicht auch manchmal ein bisschen Angst vor so einem Sprung? Nee, ich habe ein Gefühl. Also ich kann ihm wirklich vertrauen. Ja, aber ich hätte irgendwie immer Angst, dass er dann vor dem Hindernis stehen bleibt und nicht springt. Machst du dir da keine Sorgen? Nee. Also du weißt, er macht es, du vertraust ihm und er vertraut dir? Ja. Mir ist aufgefallen, dass du immer im Galopp aufstehst, kurz bevor du springst. Ja. Warum machst du denn das? Das habe ich im Reitunterricht gar nicht gelernt. Das ist der leichte Sitz. Ah, der leichte Sitz. Im Galopp steht der Reiter dabei leicht im Sattel, um den Pferderücken zu entlasten. Beim eigentlichen Sprung geht er noch höher und lehnt sich vor. Willst du auch mal springen? Nein, lieber nicht. Also ich bin ja noch eine Reitanfängerin. Und ehrlich gesagt, meine letzte Reitstunde ist auch schon ziemlich lang her. Dann reiten. Ich habe dir ein sehr braves Pferd für dich. Ich schaue mir dein super braves Pferd mal an. Ja, ich saß schon öfter auf dem Pferd, aber das letzte Mal ist echt lange her. Deswegen ist es super, dass mir Jason eine Reitstunde gibt. Als ausgebildeter Nachwuchstrainerassistent ist er genau der Richtige dafür. Denk dran. Ja. Fuß. Mal da hinten. Die Spitze nach oben und die Pferde nach unten zeigen. So. Okay, so, na gut. Dann hast du eine gerade Linie. Schulter, Hüfte, Absatz. Okay. Reitlehrer Jason entgeht wirklich gar nichts. Denk dran, die Pferde nach unten. Okay. Unten heißt so. Au! Und dann so. Sehr gut. Und dann wieder die Ellbogen so ran.
so den Körper. Mhm. Und ich ziehe mich wieder nach unten und lachen. Reicht mal Spaß, ja. Das macht sogar total Spaß, vor allem mit Jason. Sehr gut, machen wir das, ne, Carrie? So viel Geduld wie Jason hätte ich auch gerne. Er dreht eine Runde nach der anderen mit mir und Carrie. Das hat doch jetzt schon ganz gut geklappt. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Aber ich glaube, wir müssen jetzt so langsam mal die Reitstunde beenden, weil ich habe das Gefühl, die Carrie hat ein bisschen Hunger. Ja, du hast recht. Carrie hat sich jetzt wirklich eine große Portion Heu verdient. Und Kraftfutter. Boah, die Carrie, die stürzt sich gleich richtig auf das Kraftfutter. Also die scheint Kohldampf zu haben. Ja. Ich muss sagen, Jason, du bist ein sehr strenger Reitlehrer, aber auch ein sehr einfühlsamer. Das hast du echt super gemacht. Ich habe mich sehr wohl bei dir gefühlt. Dankeschön. Was bedeutet dir denn die Zeit mit Pferden zu verbringen? Wie fühlst du dich da? Also das bedeutet auch für mich einfach viel Abenteuer erleben und viel Freundschaft und Liebe auf jeden Fall auch. Ja, also man merkt, das macht dich einfach glücklich, mit den Tieren zusammen zu sein. Kannst du dir denn vorstellen, nach der Schule auch was mit Pferden beruflich zu machen? Ja, also ich will ja Springreiter-Schauspieler werden. Ein Springreiter-Schauspieler, okay. Das ist natürlich sehr speziell, aber du warst ja jetzt auch schon in einigen Fernsehbeiträgen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das mit der Schauspielerei gut klappt bei dir. Ich schreibe immer auch eigene Drehbücher. Spielszenen schreibst du? Ja. Mit Pferden, das ist ja super cool. Da kommt mir ja so eine kleine Idee. Also ich meine, wir haben Pferde, wir haben eine Kamera, wir sind zwei Schauspieler. Da könnten wir doch eine Szene spielen, ja, oder was meinst du? Ja? Ja. Perfekt, das machen wir. Aber bevor wir das machen, gibt es für euch noch die Auflösung von der Quizfrage. Ich wollte von euch wissen, warum reitet man im leichten Sitz? Antwort A, um bequemer zu sitzen, oder Antwort B, um den Pferderücken zu entlasten? Jason, wir kennen die Antwort, oder? Ja, richtige Antwort ist B. Ganz genau. Im leichten Sitz reitet man zum Beispiel beim Springen oder im Gelände im Galopp, um den Pferderücken zu entlasten. Und wir beide, wir machen jetzt Kino. Kino. Okay, Jason, du fängst an. Es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Meine Musikgeschwister Anna, die mit den wilden Tieren trabt. So ist es, mein tapferer Bruder Jason, der mit den großen Pferden springt. Lass uns reiten, bevor die Morgensonne sich über den Silbenberg ergießt. Berg? Was denn für ein Berg? Mensch, Anna. Entschuldigung, das habe ich jetzt verbockt. Hm? Also ihr merkt schon, das dauert hier vielleicht noch so ein bisschen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Servus. Fangen wir noch mal an. Okay, alles auf Anfang. Es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Meine Musikgeschwister Anna, die mit den wilden Tieren trabt. So ist es, mein tapferer Bruder Jason, der mit den großen Pferden springt.